So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Da seht ihr schon das Team Rotwappen. Ich bin aber Team Gelb. Deswegen muss ich das mal kurz überblenden. Habe aber aus Versehen jetzt hier das Schnittprogramm geholt. Wo ist es denn? Hier, da. Zack. Da muss ich jetzt das Handy davor tun. Ich habe letztens gezeigt, wie ich mein Elekit abgeholt habe, was in der Team Gelb Forschung war, die axander Ausbeute gleich mit dazu. Das Labras habe ich irgendwie Verschwitzt und einfach abgeholt. Aber beim Ponida möchte ich das jetzt wieder live hier abholen, denn ich weiß noch nicht, ist es ein gutes, ist es ein 100er, ist es ein Shiny, ist es sonst was. Man kann ja momentan dieses Ponida bekommen aus der Forschung. Und die habe ich jetzt hier auf Stufe 3 von 4. Kann es aus der Forschung bekommen. Ich habe das bei ein paar kleinen Accounts schon gemacht. Da war bis jetzt noch kein Shiny dabei. Ich habe aber noch sechs rote Accounts, die die Forschung machen müssen. So gleichzeitig bin ich noch nicht so weit ich muss noch was machen verwende 15 mal Powerups bei Pokémon und fange 15 Pokémon das möchte ich aber jetzt auch hier machen zum beispiel sitzt hier ein blaues Quabbel. so das versuchen wir jetzt mal zu fangen mit dem schnellfangtrick wenn ihr wisst wie der geht genau ihr werft äh, zieht hier rüber die Beere geht dann auf den ball was ist das denn werft dann <laughs> Es geht nicht, es ist kaputt. So werft dann, wenn ihr getroffen habt, geht ihr oben mal flüchten, weil dann ist da so ein Fluchtsymbol da. Und so könnt ihr schnell nacheinander die Pokémon immer wegsnacken. Yo, ich glaube, die sind einfach alle geflohen bis jetzt. Und keins ist drin geblieben. Das ist auf jeden Fall bei einem Seeday richtig genial, wenn ihr an einem Seeday zockt und da sitzt überall was rum. Dass ihr da halt einfach zack, zack, zack macht und können so auch schnell die Shiny-Checks vornehmen. Ich habe aber gleichzeitig auch kaum Platz. Das heißt, ich werde die auch kurz dann bewerten und dann auch gleich wieder verschicken und mir aus dem Quest-Stapel hier, den ich habe, die restlichen noch rausfuchsen. Ein wildes Gierer Mit einer Gumminase, nehmen wir mal mit, hat gezählt. Wulpix ist am Start. Nehmen wir mal mit. Hat gezählt. Eigentlich mag ich solche Aufgaben. Da wisst ihr nämlich dann immer gleich, ob es drin geblieben ist oder nicht. Wenn der Fortschritt sich nicht verändert, ist es nicht drin geblieben. Hat gezählt. Snubbul, da seht ihr mal, was sich da alles angesammelt hat. Girafarik bis jetzt das coolste Pokémon im Queststapel. 9 von 15. Ich muss dann noch was raussuchen, was ich maxen möchte. Also, wo ich Power-Ups mache, aber ich werde wahrscheinlich was maxen. Vielleicht irgendein krypto da. Dass die mal vorankommen. Oh, snubul, was machst du denn jetzt? Es war doch gerade noch so schön mit uns. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hängt das heute so komisch. Und warum sind da so viele Girafarik drin? Und warum trifft man bei so einem großen Kreis nicht auf einfach fabelhaft? Jetzt bewerten man die kurz, die wir gerade gefangen haben, um zu schauen, ob da noch was Gutes dabei ist. Ja, nix. Können wir die also wieder markieren? Ihr seht, immer chronischer Platzmangel. Sieben Plätze frei, mehr an sich nicht. Das wilde Ponida hier versuchen wir jetzt schnell mitzunehmen. Das stört nämlich, wenn das da rumsteht. Hat gepasst. Hauptspross können wir hier noch anfangen äh, rausnehmen. Es ist riesig. Da muss man nicht den Queststapel ganz leeren, sondern nimmt das hier mit. Hat nicht gezählt. Ist wahrscheinlich geflüchtet, denn du kannst es auch nicht mehr andrücken. Einer Lola Kleinstein. So, versuchen wir auch mitzunehmen. Hat auch nicht gezählt. Die können ja nicht fliehen, wenn die im Queststapel sind. Das heißt, es ist kein anderes. Es ist immer noch dasselbe Alola Kleinstein, was jetzt drinne ist. Und nochmal Snubbel. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Ach, geh doch weg. So, 15 gefangen. Wunderbar. Können wir jetzt hier was abholen? Verwende 15 Power-Ups. Wie sieht's denn aus? Eigentlich müsste man mal nach Pal Galoppa, Ponita gucken, da vielleicht was maxen, weil das ja das Maskottchen gerade ist und das Event Pokémon. Ansonsten könnte man Girafarik maxen, weil das die ganze Zeit ankam. Ich muss jetzt mal auf vier Sternchen gehen. Vier Sternchen und Ponita. Wir haben ja Galoppa schon gemaxt auf 50. Wir haben Ponita gemaxt auf 50. Wir haben die Gala-Varianten von Galoppa gemaxt und das Gala-Ponita noch nicht gemaxt. Damit die Ponita-Familie komplett voll ist, werden wir das jetzt hier einfach auch maxen. Auf 1919, da sind die 15 Power-Ups auch gleichzeitig weg. Kommt hier auch ein Level 50 Tag dran. So. Wer mehr Max out sehen möchte, für den gibt es am Montag immer das Max Out Monday Format, wo ich ein Titel-Pokémon bestimme und fünf Vorschläge aus der Community versuche umzusetzen. Voraussetzung, ich habe ein Hunderter und genügend XL Bonbons, um eure Vorschläge zu maxen. Dafür müsst ihr natürlich immer die Max Out Mondays Videos, Max Out Monday Videos kommentieren. So, das ist fertig. Jetzt kommt die Pokémon-Belohnung im dritten Kapitel. Danach kann man nur noch schnickschnack abholen. Und es ist so spannend. Ist es jetzt ein Shiny? Ist es ein Hunderter Und es ist. Es ist kein Shiny. Aber es hat ein rotes Halstuch. Guck mal, das Pferd hat ein Halstuch. Das ist ein schönes Pferd. Ja, das sieht wirklich wunderschön aus. ja auch da drauf. Ja, weil genau um das geht's nämlich jetzt. Einfach fabelhaft geworfen. Jetzt gucken, ob das ein gutes ist, ob das ein schlechtes ist, ob das was anderes ist. Jetzt merke ich gerade das Halstuch am Hals, wie sehr das einem die Luft abschnürt. Genau, fall einfach mal hinten durch den Schrank, alles wird gut. Zwei Sterne. 13, 13, 10. Hm. Habt ihr einen Shiny bekommen? Habt ihr ein Hunderter bekommen? Habt ihr sonst was bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Gute ist, mit einem kleinen Account kann man sich ein zweites jetzt rübertauschen und kann dann eins entwickeln. Und man hat beide Kostümierte auf der Hand. Das heißt aber auch gleichzeitig, wenn man natürlich einen Shiny hätte, bräuchte man immer noch ein zweites, um das rüberzutauschen. Jetzt möchte ich aber den Rest von der Forschung auch noch abholen, dass das endlich hier weg ist. Haben nämlich hier nochmal Mega-Energie. Für Glurak, Überdränge, Beleber, 2500 EP und 2500 Staub. Damit ist das auch abgeschlossen und ich frage mich, wann diese nichts -Wie raus und und-Go-Forschung endlich weitergeht. <laughs> Vermutzt du dir hier, hier ab und dann hast du 5 und 6. Und was, was passiert dann am Ende? Keiner weiß es. Das braucht man nicht, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Hier in der GBL muss ich dann nochmal kämpfen. Das wagemutige held band ist auch bald zu Ende. Ich muss sagen, es gab sehr interessante Raid-Bosse. Also, ich habe viele Leute gesehen, die jetzt gerade Actilius geredet haben oder auch trotzdem Waschakwiel oder ein paar andere Gala-Sachen, Hisui-Sachen. Äh Mega Pinsier ist interessant gewesen für viele Leute. Kabukime sind immer noch manche auf der Suche nach dem Shiny oder ansonsten auch so. War für mich gefühlt das interessanteste Event für Team Rot von den drei Events, die wir jetzt hatten. Ansonsten kann ich nochmal meinen Labras zeigen, oder? Labras habe ich hier ein schlechtes bekommen, nämlich mit Drei Sternen Laudertal. Ne? Und mittlerweile ein shiny Labras, Woo, mit Schleife. Das ist doch genial. Guckt euch das doch an. Und Elekid habe ich hier. Ich sage einfach wieder ein schlechtes bekommen mit zwei Sternen und mittlerweile ein shiny Elekit bekommen mit Bandana, mit Schleife. Richtig genial. Und dieses Video dient nur dazu, Mitleid zu erregen bei den Zuschauern, falls einer ein shiny Ponita mit Halstuch bekommen hat und sagt, das braucht er eigentlich nicht, der könnte es auch abgeben. Könnt euch gerne bei mir melden, könnt mir eins rübertauschen. Ich habe immer irgendwelche interessante Tauschware, sowas wie Rabauts. Hier, warte mal, so Rabauts-Shiny, sagen einige, finden sie viel cooler als Punita. Als Beispiel. Oder Shiny Riolu. Oder irgendwelche Dinge. Also, wer da was hat, wer da was nicht braucht, ich bin ein fairer Tauschpartner. Meldet euch, schreibt mal rein. Habt ihr was bekommen? Wie fandet ihr das Wagemut-Event? Das war es jetzt von meiner Seite aus. Schnell Video hingerotzt, dass man zwischendurch noch raushauen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und jetzt sehe ich gerade. Ich habe die ganze Zeit unser Maskottchen vergessen. Das arme Graudon. Schreibt mal, macht mal Hashtag RIP Groudon in die Kommentare. Wenn ihr Mitleid fürs Graudon habt, dass wir es einfach vergessen haben, die komplette Folge. So, Marie ist zurück, ich mache raus. Tschüss.